Herzlich willkommen zu meinem 17. Kurzvideo zu Windows Grundlagen, Grundkompetenzen. Und jetzt geht es darum, wie man mit Tastenkombinationen zwischen geöffneten Apps, Programmen wechseln kann. Das geht ganz einfach mit der Tastenkombination Alt-Tabulator. Alt befindet sich auf der linken Seite und die Tabulator-Taste befindet sich auch auf der linken Seite. Bei mir sind es so zwei Pfeile, die einander gegenüber gerichtet sind. Ich drücke die Alt-Taste, lasse sie gedrückt und drücke dann die Tabulator-Taste. Und je nachdem, welche Tabulator-Taste ich jetzt dann immer wieder weiter drücke und dort dann loslasse, wird das entsprechende, wenn ich hier loslasse, wird das entsprechende Programm dann geöffnet. Siehst du, dieses eine Programm. Dahinter wäre das andere. Wenn ich dann wieder Alt-Tab drücke und so lange weiter drücke, bis ich bei meinem Programm bin, kann ich die zwischen diesen Apps dann ganz einfach hin und her wechseln. Ja, danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns gleich wieder im nächsten Kurzvideo.